So, wir probieren es jetzt das vierte Mal von vorne. Jetzt will ich Action sehen. So, wir haben jetzt eine neue Map genommen. Aber nur provisorisch. Sonst bleibt immer die alte Map. Das kann doch nicht sein, dass wegen einer Karte da so viel Mist passiert. So, jetzt geht's aber mal ernsthaft los. So. Also wir nochmal von vorne alles. Eine Burg mit 4 mittelgroßen Türmen, 2 so eine Mini-Türme hier drin. Und hier außen halt dafür aber glaube ich gar nichts. Wenn ich das richtig in nur 2 Torhäuser. So, und die Friedrichburg außen mit 2 kleinen Türmen, großes Tor und 2 Riesentürme mit Belagerungsgeräte. Bei Friedrich geht gerade die Post ab. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Er macht richtig großen Druck. Beide Mann schießen auf die Mauer. Beide Mann. Auf den Schalf. So sein ganzes Echo. Wir werden überfallen! Oh oh, na hier ist ja, hier wird ja alles erschossen. Das sieht nicht gut aus, finde ich. Ja, die Burg dreht, dass die drei Türme vorne werden, auf Sheriff zeigen würden. Der Sheriff so klein mit Hut, weil der da in 0, nicht zerbombt und wenn er so müsste immer seinen Mauerrücken gehen. Der würde zu gar nichts mehr ankommen. Und so hat er aber bestmöglichsten Chancen. Das ist jetzt ein Angriff von Sheriff, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oder auch nicht. Aber das Gute ist, ja erstmal, das ist Gute, Friedrich rekrutiert Truppen. Und das macht er. Aber ich glaube, die werden nicht reichen. Falls jetzt ein Angriff von Sheriff kommt, werden diese Truppen nicht reichen. Hier nochmal die Burg in normaler Ansicht. Hier gibt es noch eines zu viel. Achso, nee, das ist Quatsch. Es gibt schon ein paar Funktionen. Das ist sozusagen die unnötigste Funktion, die sind dran. Ja, das ist halt einfach nur. Das ist halt nur das Teil, das hält sich nicht in der Kürze. So hält sich das. Mauern weg. Alles rechte Gebäude. Wo die Umrisse siehst du oder wo die Gebäude stehen. Und dann sieht man auch, das ist gut. Wir werden überfallen! Und man hat wohl ein bisschen mehr Überblick, so kann man genau gucken, wie rekrutiert wird, wo was für Truppen stehen, weil das sieht man so, wenn hier, die siehst du nicht, wo ungefähr die. Oha. Dreimal. Ich starte zum vierten Mal neu. Dreimal lief scheiße und jetzt, nach 4 Minuten, ist der Kampf beendet. Oder was? Das will man mir jetzt hier erzählen. Dass nach 4 Minuten. Zeit für eine neue Strategie. Sowas von den Hintern versohlt. Das ist ja nicht zu fassen. Ich hab Lust. Ich mache jetzt noch den nächsten. Hinterher, aber. Das ist ja Wahnsinn. Also wir halten fest. Gruppe 1, Philipp und Sheriff haben gewonnen. Die ersten Kämpfe. Das heißt, die müssten sich dann duellieren. Philipp gegen Sheriff. Wir würden aber in Gruppe 2 würde ich gerne weitermachen. Jetzt im nächsten Kampf. Nur mal so als Vorausplanung. Marsha gegen Schlange. Habe ich Lust?
wird es im nächsten KI-Kampf geben. Bis dann. Und ja, bis eigentlich gleich, weil das kommt dann eben ein paar Tage später, aber es werde ich direkt danach noch aufnehmen. Also bis dann.